Ja, guten Morgen. Wir sind in Holland und wie soll es anders sein? Käse. Wir haben gerade geduscht. Das Wetter ist nicht so geil. Eigentlich wollten wir heute nach Hellendorn fahren. Aber Hellendorn hat zu. Hat nur am Wochenende auf und hat erst ab nächste Woche wieder komplett geöffnet. Das ist richtig, richtig scheiße. Aber wir schauen mal, ob wir eventuell Schwimmsachen kriegen, weil es gibt jetzt so einen Aquapark, also im Slakaren selber drin. Und das wussten wir nicht, haben unsere Schwimmsachen vergessen. Jetzt wollten wir einfach mal in die Stadt fahren, hier Stadt, ins Örtchen. Und mal gucken, ob es da Schwimmsachen gibt. Wenn nicht, dann müssen wir halt im Park Schwimmsachen holen. Aber werden wir mal schauen, ein bisschen hier umgucken in der Gegend. Lass uns gemütlich angehen. Ich schmink mich jetzt erstmal, damit ich wieder nach was aussehe. Fragt, würdest du auch mal einen Livestream machen? Ich mache ganz oft Livestreams auf Instagram. Schau doch einfach mal da vorbei, wenn du Instagram hast. Ja, auf jeden Fall cool. Wenn nicht, kannst du dir kostenlos machen. Da bin ich meistens da. Auf YouTube finde ich das immer so ein bisschen komplizierter, weil du halt dafür so voll viel anschließen musst. Und auf Instagram machst du einfach, drückst du einfach drauf und dann bist du live. Und deswegen so auf YouTube direkt eigentlich habe ich das nicht wirklich vor. Aber auf Instagram bin ich einmal eine Woche auf jeden Fall live. So, wir sind fertig. Endlich kommen wir aus der Pötte. ja, wir wollen gleich in die mega große Stadt gehen und mal gucken, ob da überhaupt irgendwas gibt. Ja, in kleinen Miniläden sehr wahrscheinlich. Und mal ein bisschen hier umschauen und danach wollen wir vielleicht wieder nach Slakan fahren. Mal schauen. Lassen uns, wie gesagt, ruhig angehen. Jetzt geht's aber erstmal los. Ich hoffe, es fängt nicht an zu regnen. Es sieht nämlich schon wirklich richtig grau draußen aus, aber. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal. Kevin schaut sich so gerade unsere Rechnung an und sieht dann, dass Bettwäsche viermal abgebucht wurde und diese Kurtaxe viermal abgebucht wurde, also für vier Personen halt. Und wir sind ja logischerweise nur zu zweit. Haben das sogar vorher, mussten wir das sogar in der Reservierung, wo wir das reserviert haben, mussten wir das angeben, dass wir nur zu zweit sind. Und haben gerade gesehen, dass die viermal abgebucht haben. Und jetzt sind wir wieder hingegangen zu denen und haben gesagt, wir sind nur zwei Personen, wir brauchen nur zwei Bettwäsche und wir sind auch nur zwei, wir müssen auch nur zweimal Kurtaxe zahlen. Und die so, ja, so, ja, kein Thema. Hat das einfach so unser Geld wiedergegeben. Die haben, glaube ich, jetzt, die haben uns, hätten wir nicht aufgepasst, um 30, also über 30 Euro abgezockt eigentlich. Das ist richtig assi. Und die haben uns das Geld so einfach wiedergegeben. So nach dem Motto, ja, wir geben mal überall mehr ein, als eventuell Leute da sind. Um mal zu schauen, vielleicht fällt das auf, und wenn nicht, ja, und wenn es dann auffällt, dann geben wir das Geld einfach raus. Also es war so. Also die hat sich so ertappt Aufpassen. gefühlt. Also Ja. du musst richtig aufpassen, dass du hier nicht abgezockt wirst. Das ist schon ein bisschen krass eigentlich. Bin mal Mit dem gespannt. Essen, Ja, mit dem Essen war das ja gestern so. mit der Buchungsbestätigung von Booking. Genau, mit dem Booking, dass da andere Preise drauf standen, als die uns gesagt hat. Und dann jetzt noch hier wurde uns mehr abgezogen. Also wir wurden schon, also ich weiß nicht, ob das nur hier bei dem so ist, aber krass, so scheiße eigentlich. Also falls ihr mal hier hinkommen solltet, in Tiohogeholt, dann, Leute, ohne Scheiß, passt auf, lasst euch nicht abzocken. Also Leute, es ist wirklich ein richtiges. Guckt immer das an. Das würde man nicht überall sehen. Ist das nicht richtig süß? Also ich muss sagen, die kleinen Ecken hier sind richtig, richtig niedlich. Jeder kennt jeden, jeder wohnt nah aneinander dran. Etwas Gruseliges wäre jetzt. Also ich könnte nicht so wohnen, das wäre mir zu tot. Man wird hier schon schief angeguckt, wenn man nur mit der Kamera rumläuft. Ich meine, man kennt das eh nicht anders von der Stadt, aber hier ist es nochmal viel, viel extremer. Ja, wir haben uns überlegt, dass wir nach Slakan fahren. Ist ja eh nicht so weit. Und da ein bisschen Zeit verbringen, weil hier einfach in der Nähe nichts ist. Wir hatten noch überlegt, in so einem Wildlands-Zoo zu fahren, aber wir sind halt auch nicht so der Fan von Zoos und ist halt schon was teurer und nachher so scheiße und. Oh, wir sind da eher so. Und wenn man so unsicher ist, sollte man es lieber komplett direkt lassen. Lieber Klamotten kaufen. Wir gehen auf jeden Fall ins Slakan. Fahren, nicht gehen, ist ja zu weit. Haben wir eh die Jahreskarte? Ja, haben wir die Jahreskarte. Das heißt, wir können auch kostenlos parken. Und kostenloser Eintritt. Das heißt, es ist für uns nicht mehr Verlust, was das angeht. Deswegen können wir ja noch ein paar gemütliche Stündchen verbringen. So, hier gibt es ja diese schönen Wassersachen. Und wir wollten mal im. Also Wassersachen, Wasserkark. Wir wollten einfach mal im Shop gucken gehen, da gibt es halt auch Bikinis und Schwimmhosen und so, weil wir uns vergessen haben. Und wir kriegen Prozente und vielleicht schauen wir mal, ob wir uns da irgendwas holen. Das wäre schon schade, wenn wir das nicht mitmachen würden. Deswegen schauen wir mal. Gucken wir mal, vielleicht wird es vielleicht nicht. Mal schauen. So, wir haben uns jetzt Klamotten gekauft, Schwimmsachen, haben unsere Tickets gekriegt und werden jetzt schwimmen gehen.
eigentlich ganz cool, aber es ist halt viel was für kleinere Kinder, weil die haben halt kein großes Becken zum normalen Schwimmen oder auch kein Wellenbecken. Es ist halt alles so für die Kleinen ausgelegt. Was gut, wir waren jetzt 2 Stunden da drinnen. Was haben die Whirlpool, haben die da einen großen? Genau, die haben so richtig schöne Rutschen, wo du, also ich war lange nicht mehr auf so einer Wasserrutsche, aber bei dieser Rutsche konnte man dieses Theming einstellen, ne? Ob es Fantasy, irgendwas mit Forest gab es dann da, dann Gaming und halt was halt dann thematisiert während der Fahrt, was du halt Bock hast gerade zu fahren. Das fand ich richtig, richtig geil. Was kostet der Eintritt? 8 Euro? 8 Euro, genau. Ist echt nicht, kann man nichts gegen sagen. Hallo Leute, es gibt so viele Rutschen hier. 3 Rutschen und halt auch voll viele Kinder rutschen, also es lohnt sich wirklich. Wäre schön, wenn mehr was für Größere noch da wäre. So ein Wellenbecken hätte mir sehr schön gewesen. Genau. Oder so ein Strudel. Ja, genau. Den habe ich vermisst. Aber ansonsten. Das tiefste Becken ist irgendwie 1,20 Meter hier. Ja, genau. Tiefer geht es halt einfach nicht. War aber sonst sehr lustig, sehr spaßig. Ich musste auch nicht lange warten, bis man rutschen konnte. War auf jeden Fall schön, sehr cool. Und jetzt, was machen wir jetzt? Irgendwas retten und es fängt langsam an zu regnen. Und es regnet langsam. Das Wetter ist scheiße. Und der Park leert sich irgendwie. Naja, wir haben uns eigentlich wollten, wir hatten überlegt, wir gehen nach Hause, essen da so einen Salat und chillen dann noch ein bisschen dort, also in der Ferienwohnung. Aber hier gibt es Cartwrights. Sieht halt aus wie ein geiler Burgerladen. Auf jeden Fall sehen die Burger schon sehr lecker aus. Und das werden wir auf jeden Fall probieren. Und deswegen verschieben wir einfach das gesunde Essen auf heute Abend und essen jetzt Burger. Kommen wir auch 20% im Park aufs Essen. Ja genau, das kriegen wir halt auch noch mit der Jahreskarte. Das wollen wir ausnutzen. Also hat die Jahreskarte jetzt schon echt gelohnt für uns. Wir haben Burger gekriegt und das sieht schon richtig, richtig geil aus. Mega. Und die Fritten, ihr habt schon probiert, ist echt lecker. Sagt ja immer hier in Niederlanden kann man im Freizeitpark echt nicht gut essen. Und wir haben bis jetzt auch immer eigentlich negative Erfahrungen gemacht. Ich muss sagen, das ist wirklich das beste Essen, was wir jemals in einem niederländischen Park gegessen haben. Richtig, richtig geil. Also wenn ihr hier seid und habt Hunger, dann geht zu Cartwrights, heißt das. Und es ist wirklich richtig, richtig gut. Daumen nach oben, also wie schmeckt. So, das Wasser von Saharan, also von dem Tag heute. Boah, es ist verdammt kalt. Wir werden jetzt nach Hause fahren, also zurück in die Ferienwohnung. Da ein bisschen unser Leben chillen und hoffentlich leben über diese Straße, viel befahrene Straße, nicht gehen. Läuft auf jeden Fall. Und ja, das Essen war auf jeden Fall lecker. Oh, war auch richtig geil. Und diese Pfefferminzbonbon am Ende war auch richtig geil. Das Coole war halt, dass die Burger Patties halt nicht aus der, aus der TK kamen, die wurden frisch gemacht. Ja, das ist richtig gesehen, wie schön dieses Wasser daraus lief. War richtig, richtig lecker. So, ihr Lieben, ja, wir haben heute nicht viel gemacht. Also, wir haben die Zeit genutzt, also Kevin Zeit genutzt zum Schneiden. Dann haben wir noch genutzt, um die ganzen anderen Videos hochzuladen. Und der ganzen Zocks, auf jeden Fall haben wir da viel geschafft in der Hinsicht. Ja, wir haben uns natürlich nicht vorher informiert, dass Helen Dorn leider zu hat. Das ärgert mich immer noch. Ich wäre schon gerne, wäre schon gerne in den Park gegangen. Aber es hat nichts zu machen. Wir haben den trotzdem sehr gut genutzt. Waren ja schwimmen, was auch mal sehr nett war, weil wir auch seit fast ein paar Jahren, seit Jahren gar nicht mehr auf so Wasserrutschen waren, ne? Ja, genau. Im Phantasien, aber so Spaßbäder haben wir echt seit Jahren nicht mehr gemacht. War aber auf jeden Fall auch ganz nett. Morgen macht Gold Rush auf, ist die Öffnung. Ich hoffe nicht, dass es regnet. Das wäre echt richtig ärgerlich. Also es war heute schon am Nieseln gewesen und ich hoffe, dass sich das morgen das Wetter echt hält. Das wäre echt scheiße. Wenn nicht, ich bin echt mal gespannt. Ich freue mich auf Gold Rush. Es sah auf jeden Fall von außen schon interessant aus. Auch die Testfahrten waren sehr, haben schon sehr schmackhaft gemacht. Ich würde sagen, wir beenden hiermit den Vlog. Hier kommen jetzt zu anderen Videos, die wir gemacht haben. Freue mich über ein Abo und einen Daumen hoch. Und ich würde sagen, ihr Lieben, viel Spaß noch auf YouTube und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi!